Liebe Leute, hier ist euer Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu Millennia. Wir spielen weiter, zweite Folge. Mal schauen, was uns heute erwartet. Ja, was soll ich sagen? Wir haben unseren München als Vasallen gegründet. Hier haben wir noch ein Dorf, allerdings auch einige Barbaren, die hier rumlaufen. Unsere Krieger laufen ein bisschen rum. Wir haben direkt ein Rundenende, das machen wir auch. Und Schweden betritt das neue Zeitalter. Ist am Anfang nicht ganz so wichtig beim ersten Zeitalter, wer da der Erste ist. Später kann man unter Umständen auch die Zeitalter nämlich wählen. Sehen wir dann, wenn wir auch soweit sind. Jetzt momentan sehen wir immer noch Zeitalter der Bronze, eine Runde. Ja, wir hängen ein bisschen hinterher. So, hier haben wir den Gegner ankommen. Wir gehen mal zurück ins Dorf. Sollen sie kommen? Wir warten. Entschuldigung, wir warten ja drauf. So, bam. Euch heile ich mal. Zack, zack, zack. Was haben wir noch zu beachten? Momentan sonst nichts. Runde beenden. Ja, die kommen jetzt näher, greifen uns an. Ihr Problem. So, wir sind im Zeitalter der Bronze angekommen. Was heißt es? Wir können ab jetzt Diplomatie und Ingenieurskünste benutzen. Wir haben die Nationalgeister freigeschalten und wir haben das neue System Handel freigeschalten. Das kenne ich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Ich habe noch nie gehandelt. In Zeitalter eintreten. Wir gucken als erstes mal, wir wurden hier angegriffen, haben aber sowohl eine Stadtverteidigung, die ist immer automatisch da, als auch unseren Krieger hier drin sitzen. Deswegen kann ich das beschleunigen. Die anderen sind tot und uns ist nichts passiert. So, was haben wir noch? Wir können Nationalgeist auswählen. Was heißt Nationalgeist? Wir haben hier verschiedene Vorteilswege, könnte man gehen. Ich überlege gerade, das gibt es bei Stellaris auch. Oh, ich weiß noch nicht mehr, wie es da heißt. Genau, wir können einfach ein bisschen, sage ich mal, den Weg unserer Nation wählen, wie wir denn fortschreiten. Es geht im zweiten, im vierten, im sechsten und im 5, 6, 7, 8, im 8. Zeitalter. Man sieht hier schon, hier hinten was grün leuchten. Das sind Wege, die noch nicht gewählt wurden. Naturalisten und wilde Jäger wurde schon gewählt. Schweden und noch irgendjemand war ja vor uns. Wir werden jetzt nicht alles anschauen. Wilde Jäger hätte ich vielleicht sogar gemacht. Nachdem die beiden Sachen aber schon weg sind, interessiert uns das nicht. Wenn wir einen anderen Weg wählen, kriegen wir aber hier so Vorteilspunkte. Die würde ich gerne mitnehmen. Seefahrer interessiert nicht. Wir wollen auf gar keinen Fall Seefahrer werden. Hügelbauer haben wir im Stream gespielt. Wir schauen jetzt mal kurz die Olympioniken an. Wir können die Olympischen Spiele ausrichten. Richtet die Olympischen Spiele und je nach Anzahl, mit denen du eine Verhandlung gestartet hast, also zusätzliche Ereignismöglichkeiten. Okay, da spielt man halt auf. Man spielt auf Diplomatie logischerweise. Wollen wir nicht. Dann nehmen wir die Gottkönig-Dynastie. Da. Spielen wir auf. Moment. Ich bin gerade verwirrt. Ich muss noch was gucken kurz. Hier hat man das Gebiet. Hat man nicht irgendwo auf Vasallen gespielt? Ich bin gerade ein bisschen. Ich dachte, das wäre die Gottkönig-Dynastie gewesen. Dass man auf Vasallen spielt. Ah ne, das war bei der Politik, kann das sein? Das war bei der Politik, glaube ich. Ah, egal. Okay, wir spielen jetzt einfach auf die Gottkönig-Dynastie. Gottkönig Ragnar. Punkt aus. Huldigt mir. Also hier kriegen wir dann Ingenieurspunkte und mit denen können wir verschiedene Sachen machen, zum Beispiel eine Pyramide bauen. Wir probieren das jetzt einfach aus. Wir haben die Gottkönig-Dynastie gewählt. Wir haben jetzt hier die Ingenieurskunst mit 15 Punkten. Damit können wir öffentliche Verbesserungen machen. Zum Beispiel, also wir können jetzt 10 Punkte für öffentliche Verbesserungen ausgeben. Dann würden wir sofort 10 Verbesserungspunkte hier unten bekommen. Wir können einen Pionier stellen für Außenposten. Können wir Gebiete beanspruchen und später vereinnahmen. Wir können eine Stadt erweitern, upgraden auf Level 2 oder eine kaputte Stadt wieder aufbauen. Oder wir können eben hier in diesen Baum reingehen.
Zum Beispiel, man reduziert die Kosten für die Expansion auf Hügeln, -50 Baukosten Steinmetze, -50 Baukosten Steinbrüche. Da wir noch am Anfang sind, würde ich die Punkte jetzt erstmal kurz sparen. Wir kriegen, glaube ich, gar keinen dazu. Nein, wir kriegen keinen dazu, aber die Domänenkraftverbesserung brauche ich auch nicht, weil wir bauen am Anfang jetzt gerade nichts. Wir können nämlich hier zum Beispiel keinen Steinbruch bauen, weil haben wir noch nicht. So, hier bleiben wir stehen. Hier gehen wir weiter. Technologie auswählen. Ja, wir könnten natürlich jetzt hier direkt auf Bergbau gehen. Da ist nämlich zum Beispiel der Steinmetz, die Mine und der Steinbruch drinnen. Wir würden zudem einen Pionier bekommen. Der Steinbruch... dann hier, genau. Der Steinmetz ist eine Verbesserung. Da kriegen wir Ingenieurspunkte. Könnte man auch eben auf Marmor setzen. Haben wir ja. Der Steinbruch ist einfach eine Verbesserung auch. Und hier ist auch eine Verbesserung. Die Mine braucht man für Erz. Ich würde tatsächlich gerne mit Bergbau anfangen. Oh, und hier sehen wir jetzt die anderen Zeitalter. Der normale Weg ist, 3 Forschungen abschließen, Zeitalter des Eisens. Wenn wir aber 3 Naturwunder dabei entdeckt hätten, da bräuchten wir einen Entdecker dafür, könnten wir auch in das Zeitalter der Helden gehen. Oder ins Zeitalter des Blutes, wenn wir kriegerisch gestartet hätten und direkt 6 gegnerische Einheiten getötet hätten. Und zwar andere Nationen, keine Barbaren. Das kann nur der erste Spieler auswählen. Der entscheidet immer, wie wir weitermachen. So. Weiter geht's. So, Rainer. Kurz mal heilen. Wie schaut's hier oben aus? Die sind fast voll. Da gehen wir schon mal weiter. Oh, hier. Nächstes Dorf. Sehr gut. Sehr gut. Wir marschieren hier auch weiter. Wir wollen darüber. Da gehen wir auch mal rein. Erstellt einen Speerträger. Kriegs-EP. Ah! Kriegs-EP und Chaos. Erkläre ich gleich. Nehmen wir auf gar keinen Fall. Ich hätte gerne den Speerträger. Kann ich jetzt wieder nicht drauf schauen. Wir nehmen mal die Kriegs-EP. Weil ich glaube, ich habe mich verzockt. Ich dachte, wir könnten dann später hier Speerträger ausheben. Aber nein, wir können nur eine Kriegsschau ausheben. Okay, ich habe mich verzockt. Hätten wir vielleicht doch den Speerträger nehmen sollen. Wir haben jetzt hier oben ein neues System. Und zwar einmal die Innovation. Das sind quasi goldene Zeitalter. Nur eben als Event. Also man kriegt ein gutes Event. Und umgekehrt das Chaos. Ich habe es vorhin Furcht oder irgendwie sowas genannt. Keine Ahnung, weiß nicht mehr. Das ist quasi ein negatives Ereignis. So, Runde beendet. Oh, da oben sind die Barbaren. Da marschieren wir gleich mal rein. Oh, und zwar, das habe ich, glaube ich, vorher nicht gelesen. Beim Zeitalter stand es irgendwo. Und zwar gibt es jetzt halt Barbaren-Anführer. Das ist hier, glaube ich, einer. Barbaren-Kriegsherr, genau, unten in der Mitte steht's. Der ist wesentlich stärker. Das ist eine Einheit und die hat schon Armeestärke 44. Haut rein. Wir werden, und der ist auch noch aufgewertet, der hat hier so einen Sternchen, das heißt, der ist Level 2, so wie unser Bogenschütze übrigens auch, aber wir werden den trotzdem vermöbeln. Oh, schau, wir machen wenig Schaden an dem, wir machen echt wenig Schaden an dem. Eieieiei. Das Schlimme ist, wir kommen jetzt hier nicht mehr weg. Der wird uns nächste Runde angreifen und da werden wir dann eine Kriegsschau verlieren. Können wir gar nicht verhindern. So, wir können eine Kulturkraft verwenden. Heißt, wir können Armee aufstellen oder wir können eine Stadt gründen oder wir können jetzt auch einen Außenposten absorbieren. Oder die Spitzenforschung. Wir würden 10 Innovationen dazu bekommen. Ich möchte eine Stadt gründen und zwar bauen wir die bei München hin. Und ich will eigentlich die Kühe für die Zukunft schon mal drinnen haben. Deswegen hierhin. Bad Sulzer. Keine Ahnung, wo Bad Sulzer liegt. Bestimmt neben München. Als Münchner sollte ich das wissen. Aber München ist ja nach wie vor nicht unsere Stadt. Also von dem her, ja.
Region inaktiv. Wir können in Berlin was bauen. Ich hätte gerne Diplomatiepunkte. Eigentlich hier, ne, hier. Erstmal Arbeitslager, Produktion und Ingenieurspunkte. Das ist erstmal für mich das Wichtigere. So, Arbeiter, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Wir haben drei Arbeiter, die wir auch versetzen könnten. Jetzt ist die Überlegung, holen wir uns 10 Punkte. Baukosten Steinmetz, Baukosten Steinbruch. Wo können wir hier Steinbruch, könnte man, die Frage ist, wie lange dauert die Grenzerweiterung? Dauert noch ein bisschen. Wir werden hier uns die Punkte holen. Und wir setzen mal direkt. Kann man nicht? Nee. Wir setzen direkt einen Bauernhof rein für mehr Wachstum. Genau. Haben wir nur drei Nahrung, aber es ist immer noch zwei Nahrung mehr. Wie gesagt, damit können wir später was anfangen. So. Jetzt hat er hier zurückgeschlagen und in Augsburg. Russland hat uns eine Feindseligkeit erklärt. Wir können jetzt halt. Der hat mir echt direkt die Stadt weggemacht, der Wichser. Alter. Russland hat uns die Feindseligkeit erklärt. Wir können jetzt hier auf neutralem Gebiet russische Truppen einfach angreifen. Ja, und hier wurden wir auch geschlagen. Da gehen wir jetzt mal zurück und heilen uns. Ja, das ist jetzt hier ganz schlecht. Also der hat jetzt quasi hier die Stadt angegriffen. Und da wir nur eine Verteidigung drin haben, hat der uns halt einfach weggemacht. Das ist nämlich auch so ein Barbaren-Elite-Krieger. Deswegen ist es eigentlich immer ganz wichtig, dass man seine Truppen auch in der Nähe vom Gebiet hat, was wir jetzt nicht gemacht haben oder beziehungsweise das Pech haben, dass wir hier gleich zwei Truppen haben. Der hat uns auch angegriffen natürlich, hat uns wie gesagt schon den Krieger weggemacht. Ah, und noch dazu den gesunden Krieger, der Verletzte bleibt trotzdem da. Geil. Also lief richtig gut für uns. So, wir nehmen jetzt hier noch den Verbesserungspunkt mit. Lief richtig gut für uns. Ganz klasse. Aztekenreich. Und Schweden hat man auch getroffen. Wir müssen irgendwann mal einen Erkunder am besten bauen. Ich würde jetzt gerne hier eine Einheit bauen. Komm, wir greifen einfach mal an. Ah, hätte ich nicht tun sollen. Ich trottel. Wir wären, wenn der uns angegriffen hätte, wären wir hinter der Mauer gewesen. Aber jetzt ist er tot, oder? Ja, okay. War egal, war egal. Zum Glück war es egal. So, wir heilen. Der steht vor Berlin. Mal schauen, ob er uns angreift in Berlin. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mit der nächsten Kultur dann wieder eine Stadt gründen. Oh, das kotzt mich gerade ein bisschen an. Ärgerlich. Okay, hier hat er Berlin angegriffen. Berlin ist natürlich schon ein bisschen befestigt. Die haben hier zwei so Dinger. Ja, müssen wir trotzdem ein bisschen aufpassen. Truppen sind schon unterwegs, aber ich glaube, wir müssen dann nächste Runde von hier unten weitergehen. Weiter. Ah, wir haben einen Pionier bekommen. Mit dem will ich jetzt aber eigentlich gar nicht großartig hier rausgehen. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Doch, wir kommen weit. Wir kommen weit. Wir machen mal so. So, Technologie. Bergbau haben wir erforscht, deswegen den Typi. Wir gehen auf. Eigentlich, glaube ich, wäre ich jetzt erst auf Glaube gerne gegangen. Die Frage ist, ob wir jetzt schnell auf die Militär gehen. Glaube wäre halt eigentlich gut fürs Wissen. Oder wir gehen halt auf Produktion. Oder hier genau, Weizenmühle. Wir gehen auf die Gemeinschaft. Hier können wir aus Weizen nämlich Reis oder Mehl machen. Das ist stark. Viel mehr Nahrung. Und genau, hier haben wir gesagt, Runde beenden. Was?
Der Barbarenkrieger hat Berlin zerstört und dadurch haben wir das Spiel verloren. Ah! Ihr erinnert euch, wir hatten keine Stadtmauern. Der hat jetzt einfach die beiden Verteidigungseinheiten kaputt gemacht. Dadurch ist Berlin zerstört worden. Und wir haben das Spiel verloren. Okay, schön, dass ich euch das mal gezeigt habe. So viel zum Let's Play. Leute, für die Folge war es das. Wir werden aber natürlich ein neues Let's Play anfangen. Ich werde es auch nicht neu aufnehmen oder sonst was. Ich werde euch das genauso zeigen, damit ihr seht, immer Truppen bei den Städten behalten. Ich weiß es eigentlich. Mir ist es nämlich schon zum zweiten Mal passiert, in meinem Probespiel auch. Diese Kriegshäuptlinge, diese Elitekrieger kommen immer zum... Also die können später immer kommen, aber es spawnen zu... In jedem Spiel sind bisher zwei Stück um mein Gebiet gespawnt beim Zeitalterwechsel in Bronze. Mein Fehler war scheiße. Ich zeige euch das, dann habt ihr es gesehen, wie dumm man sich anstellen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum Neustart.